Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Ich habe mal wieder aktuellen Zuwachs bekommen und möchte euch aus diesem Grund noch einmal die Lunarmünzen von zwei verschiedenen Serien näher bringen. Einmal vom Klassiker der australischen Lunar, die gibt es schon in zweiter Auflage. Das heißt, es gab schon mal eine Serie von 1999 bis 2010, wo alle 12 Tierkreiszeichen jeweils ein Jahr lang als Münze ausgegeben wurden. Und parallel seit 2008 gibt es eine zweite Auflage. Das heißt, die wird doch bis 2019 weiter aufgelegt, jedes Jahr mit dem aktuellen Tierkreiszeichen des chinesischen Mondkalenders. Und parallel möchte ich euch die neuere britische Lunar zeigen. Die gibt es erst seit 2014. Dazu aber gleich mehr. So, hier seht ihr auch schon. Das ist der erste Jahrgang der Lunar 2 Serie, das Jahr der Maus. Ihr seht das kleine P oben links, das ist für die Prägestätte Perth Mint in Australien. Der australische Lunar, der ist der Klassiker. Es gibt diverse andere Länder, die auch angefangen haben, an den Erfolg anknüpfen zu wollen. Ihr seht einen geriffelten Rand. Auf der Rückseite die Queen Elizabeth. Australiens Ausgabeland, 1 Dollar als Nennwert, der Jahrgang und eine Unze Feinsilber, das Feingewicht. So, ich finde die Motive der australischen Lunarserie sind sehr nett gehalten, weil die immer recht naturnah sind, mit einer Ausnahme, und zwar hier. Das ist der Drache, der ist natürlich ein Fabelwesen. Hier sieht man ihn, wie er die Sonne verschlingen will. Das ist gerade aktuell. Es gab nämlich eben erst eine partielle Sonnenfinsternis, was in der chinesischen Mythologie vom Drachen herrührt, der die Sonne verschluckt und wieder ausspuckt. Hier seht ihr ein 2-Unzen-Stück, entsprechend höherer Nennwert. Die australische Lunar, die gibt es in vielen verschiedenen Stückelungen, also von einer halben Unze über einer, zwei, fünf, 10 Unzen, ein halbes Kilo, ein Kilo und sogar 10 Kilo. Also da ist für jeden Anleger was dabei. Und wenn man die sich im Ausgabejahr besorgt, dann ist der Aufpreis auch noch zu verschmerzen. Die steigen allerdings zum Teil recht erheblich im Wert, also wenn man da nachträglich seine Sammlung noch komplettieren will. Das wird dann schon teurer, je nachdem. Was vor allem beim Drachen oft ist, ist vergoldete oder kolorierte Münzen. Das ist wiederum Geschmackssache, ist nicht jedermanns Fall. So, hier aktuellerer Jahrgang 2014, das Jahr des Pferdes. Hier seht ihr links die australische mit einem Privy Mark Pferd, Löwe, Entschuldigung. Und zwar ist das das Zeichen der Bayerischen Landesbank. Die hat ihre Finger drin im Vertrieb in Deutschland. Das heißt, da wird man kaum drum rumkommen. Muss man ein bisschen suchen, bis man deutsche Lunare findet. Zumindest in 1 Unze ohne diesen Privy Mark. Auf der rechten Seite das Pferd. Das ist sehr nett gehalten, das Motiv. Auch hier, wenn man umdreht, Queen Elizabeth, wie gehabt. Nennwert 2 Pfund. Und der aktuellste Jahrgang, das Jahr des Schafes oder der Ziege, wie man es sehen will. Wieder links die australische Luna mit dem Vertriebs-Privy Mark, dem Löwen, und rechts. Ich muss auch sagen, die britische Lunar, obwohl es sie erst 2 Jahre gibt, die ist recht gut gelungen. Bisschen stilisiertere Motive, nicht so wirklichkeitsgetreu, aber schon fast polierte Platte vom Aussehen, obwohl die eigentlich als Stempelglanz angegeben wird. Von der Prägequalität, wenn man sich das anschaut, ist also schon ein Unterschied. Was ich auch noch als kleinen Fun Fact erwähnen möchte, dadurch, dass Queen Elizabeth schon über 60 Jahre im Amt ist und praktisch auf jeder Münze, jedem Geldschein und auch auf vielen Briefmarken zu finden ist, ist ihr Konterfei angeblich das am meisten abgebildete in der Menschheitsgeschichte. Da kommt kein Papst, kein Präsident oder sonst jemand dran.
dadurch, dass sie schon so lange im Amt ist und auf sämtlichen Zahlungs- und Postmitteln drauf ist. Wollte ich nur am Rand erwähnen. So, das war's für heute, euer Silberfuchs.